Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis und Hamburger Personenauffangnetze. Kreuz 1-2 verloren gegen Kiel gestern. Ich denke, mit der Leistung kann man absolut nicht zufrieden sein, oder? Du hast vollkommen recht. Ich glaube, das, was wir gestern gezeigt haben, war von der ersten bis zur letzten Minute ja, einfach nicht ausreichend. Es war schlecht. Ich glaube, wir sind nicht gut ins Spiel gekommen, haben dann auch nicht in die Spur gefunden. Ja, auch ja, zum Ende war es einfach nicht gut genug. Ich glaube, mehr, dass Kiel jetzt keine Superleistung abgerufen hat, sondern hier auf jeden Fall mehr möglich gewesen wäre. Und ja, aber von uns war es einfach nur schlecht. Ja, gestern war es so, dass wir vor allem mit Ball unsere Leistung nicht auf den Platz gebracht haben. Und ja, wenn man versucht, dann ja, einen dominanten Fußball zu spielen, dann sieht es immer so aus, als würde man nicht in den Zweikampf bekommen. Es war eine schlechte Leistung von uns gestern. Ich denke, wir haben verdient verloren. Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir es sehr schlecht gemacht. In meinen Augen hatten wir in der zweiten Halbzeit halt eine kleine Leistungssteigerung drin, aber ja, unterm Strich war es viel zu wenig und ja, somit haben wir leider verdient 2-1 verloren. Ihr hattet eigentlich gegen Hamburg ein gutes Spiel gezeigt. Wieso schafft man es dann nicht, gerade gegen so einen Gegner den Heimsieg einzufahren? Ja, schwer zu erklären. Ich glaube, dass wir uns vorgenommen haben, vor dem Spiel so aufzutreten wie in Hamburg. Mit viel Kampf, mit viel Herz, mit viel Leidenschaft. Gegner zu attackieren, mutig zu spielen. Aber ich glaube, alle Aspekte, die ich gerade genannt habe, haben wir gestern vermissen lassen. Es war einfach nicht gut, es war schlecht, es war ja, zu ungefährlich, hinten dann auch zu viel zugelassen. Ich glaube, in jedem Mannschaftsteilen war das nicht gut. Aktuell haben wir die Probleme noch nicht ausgemacht, weil einfach momentan die Situation sehr, sehr bitter ist. Ich glaube, momentan macht uns zu schaffen, dass wir in den ersten Spielen viele Punkte nicht geholt haben, obwohl wir es hätten verdient hatten, dass wir uns für die Leistung nicht belohnt haben und dass mal ein schlechteres Spiel vorkommt, das ist dann auch normal. Nur, dass wir es eigentlich uns in der derzeitigen Situation nicht leisten können, ja, und umso bitterer macht es das jetzt in der Situation mit dem Spiel gestern. Ich glaube, dass die Situation schon beängstigend ist. Ich glaube, müssen wir kein Blatt vor den Mund nehmen. Ich glaube, dass wir es schleunigst zusehen müssen, dass wir wieder an Punkte kommen. Ich glaube, da hilft auch nicht ein Punkt, sondern wir brauchen drei, um den Anschluss nicht zu verlieren. Ich glaube, dass momentan in unserer Situation nicht viel Aspekte gibt, die man schönreden kann. Ich glaube, wir sollten uns langsam straffen und zusehen, dass es wieder vorwärts geht. Dankeschön. Bitte.